herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute zeigen wir euch ein Sondermodell der Firma Böker Plus, und zwar das Cataclyst in der Imperial White Version. Und die wurde in einer limitierten Stückzahl von 250 Stück für uns für den Messerworld Shop gefertigt. Ja, das Böker Plus Cataclyst ist ein klassisches, kleines, schlankes EDC-Taschenmesser mit Flipper in diesem Fall. Hier sehen wir es schon, und es handelt sich um einen Framelock Folder. Als Klingenstahl wurde der absolut bewährte und solide 440C-Stahl verwendet. Der ist in diesem Fall auch wirklich mit einer absolut soliden Wärmebehandlung versehen. Das heißt, die Klinge ist wirklich schnitthaltig, hält die Schärfe angenehm lang bei normaler Benutzung. Denn ein solches Taschenmesser ist natürlich jetzt nichts für den massiven Bushcraft-Einsatz, aber es wird auch jede anfallende Schneidaufgabe des Alltags wirklich gut meistern. Die Griffschale ist in diesem Fall aus weißem G10 gearbeitet, und ihr seht schon, die Klinge sowie die Achsschraube und die kleinen Schrauben und natürlich die komplette Seite mit dem Framelock sind in schwarz gehalten. Die Klinge in diesem Fall mit einer schwarzen, sehr widerstandsfähigen Pulverbeschichtung versehen. Auf der einen Klingenseite haben wir natürlich ganz klassisch das Böker Plus Logo, und auf der anderen Seite findet sich eingelasert das Messerworld Logo, das heißt die Weltkugel mit dem kleinen Klappmesser. Ich habe das kleine Messer jetzt seit gut 3 Monaten in meinem Besitz und ist tatsächlich auch annähernd täglich dabei. Und ja, ich muss sagen, es ist wirklich ein spannendes kleines Teil. Also man kann damit sehr angenehm arbeiten. Der Framelock hält klassischerweise sehr gut und robust. Die Klinge flippt angenehm auf, das heißt, man hat auch so ein bisschen Spielspaß dabei. Also ich würde fast sagen, es ist ein kleiner Fidget-Flipper. Und insgesamt ist das wirklich ein absolut wohlkonzipiertes Messer. Was ich bei diesem Messer wirklich gerne mag, ist die Größe. Das heißt, es ist wirklich schön schlank, klein in der Hosentasche. Durch den Deep Carry Clip verschwindet es im Prinzip vollständig in der Hosentasche. Und dennoch kann man eben auf eine 7,5 cm lange Klinge zurückgreifen, mit der sich wirklich alle Schneidaufgaben des Alltags sehr angenehm erledigen lassen. Ich persönlich finde es total genial, weil irgendwie erinnert es schon an Star Wars, das heißt ein klassisches Messer der Sturmtruppen der Imperiellen. Auch der Backspacer in diesem Fall ebenfalls im weißen G10 gehalten. Ja, und ich finde diese Farbkombo, so einfach sie auch ist, so gut kommt sie einfach rüber. Ja, also es ist eine wirklich sehr schlichte Optik, die im Prinzip immer und überall zu passt. Und eben nicht nur für jeden Star Wars Fan interessant ist, aber natürlich, wenn man einen Freund der Star Wars Filme hat, dann ist diese optische Reminiszenz natürlich wirklich was Schönes und macht echt Spaß. Der Flipper des kleinen Taschenmessers ist mit einer kleinen Riffelung versehen, die nicht zu grob, aber auch nicht zu fein ist. Das heißt, man hat da wirklich einen schönen Grip und die Klinge schwingt wirklich in 0, nichts auf. Also man hat da keine Probleme mit. Dann machen wir es nochmal. Zack, also eine schöne Action, ein schöner Spielspaß. Ja, in diesem Fall natürlich handelt es sich um einen herkömmlichen Framelock. Das bedeutet natürlich auch, dass diese Variante des Messers nicht frei führbar ist, zumindest nicht ohne berechtigtes Interesse, so im Alltag, vielleicht auch im Innenstadtbereich oder so in der Hosentasche sein soll. Sofern man zum Beispiel eine abschließbare Messertasche hat, wie zum Beispiel die von Böker Plus mit dem mitgelieferten Schloss, stellt das Ganze natürlich im Transport auch wieder kein Problem dar. Das Cataclyst gibt es natürlich nicht nur in dieser Imperial White Limited Edition, sondern auch noch in weiteren Varianten, die Böker am Markt hat. Und unter anderem eben auch in der sogenannten Flip Joint Variante. Hier haben wir jetzt den klassischen Frame Lock, der wirklich die Klinge vollständig verriegeln lässt. Das Messer in der Flip Joint Variante wird nur noch von einem Detent Ball gehalten, der auch in diesem Frame Lock verbaut ist, der die Klinge aber eben nicht komplett arretieren lässt. Und damit sind die Flip Joints eine Option, ein flippendes, einhändig zu bedienendes Taschenmesser auch konform zum deutschen Waffengesetz im Alltag zu führen.
Die Achsschraube selber ist doch recht massiv gehalten für die kleine Größe. Und das gibt dem Messer eben auch wirklich eine tolle Stabilität. Also ich habe damit jetzt schon ordentlich gearbeitet. Natürlich nichts Massives mitgemacht, aber es ist wirklich keinerlei Klingenspiel in irgendeine Richtung vorhanden. Und dabei läuft die Klinge eben wirklich astrein wie am ersten Tag. Wenn ihr Interesse an diesem limitierten, fast schon Sammlermesser habt, wenn ihr Star Wars Fan seid oder einfach nur ein richtig praktisches, cool laufendes EDC-Messer haben wollt, dann findet ihr wie immer alle Infos zu dem Messer und das Messer selber bei uns im Shop auf messerworld.de.